Heute The Remains of the Day von. Hallo Menschen, ich möchte heute The Remains of the Day von Kazuo Ishiguro rezensieren. Das ist auf Deutsch unter dem Titel Was vom Tage übrig blieb erschienen und ich las es zusammen mit Buchgeschichten, die aber vermutlich zumindest kein Video dazu drehen möchte. Ich wollte ein eigenes Video machen, da ich das Gefühl habe, diese Serie trotz der großen Bekanntheit und dass es jetzt auch schon über 20 Jahre erschienen ist, erregt vielleicht bei manchen gar nicht so die große Aufmerksamkeit, vor allem wenn sie dann lesen, um was es geht. Das klingt recht unbeeindruckend, da es mich aber absolut überzeugen konnte, möchte ich es euch vorstellen. Im Kern geht es um den schon recht alten Butler Mr. Stevens, der durch den Brief einer früheren Angestellten eben im selben Haushalt und die dadurch ausgelöste Reise beginnt, noch einmal über sein eigenes Leben, seinen früheren Herren, aber auch so Würde und Größe im Menschen allgemein nachzudenken. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir haben. Also seine Reise und seine Überlegungen, das macht das ganze Buch aus. Das Ganze ist in der Ich-Perspektive geschrieben und es wird recht schnell klar, dass Stevens wirklich ein überkorrekter Mensch ist. Es muss alles immer genau sein. Und es war auch recht amüsant, wie förmlich und ernst er alles formuliert. Also nicht nur im Gespräch mit anderen, aber auch so hier in seinen eigenen Erinnerungen. Das ist alles so steif, möchte man auch sagen, dass ich euch kurz ein Beispiel vorlesen möchte. Und das ist nur ein Satz, nur der Anfang eines Satzes. Und er formuliert ihn so. In fact, now that I come to think of it, I have a feeling it may have been Lord Doddington himself who made that particular remark, bla 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 bla. Und so ist nur ein Satz und so spricht er aber die ganze Zeit. Also es ist so ein richtig britisches, distanziertes Verhältnis zu allem und viel drumherum, viel ja, stimmt, da haben sie recht, so. Interessant ist das Ganze allerdings, weil wir in Stevens einen unzuverlässigen Erzähler haben. Das hat auch viel mit Selbstverleugnung zu tun, was ich aber nicht genau erklären möchte, weil es eigentlich sehr schön ist, das im Laufe der Geschichte selber herauszufinden, wie er so hereingeht, wie er sich und seinen Herrn zum Beispiel vorstellt und wie man dann langsam merkt, so sind vielleicht doch einige Sachen dahinter, die nicht so sind, wie er erzählt, obwohl er selbst immer ganz steif behauptet, nein, so ist es natürlich. Es gibt einige Momente, in denen er sagt, also diese Gerüchte um Lord Darlington, seinen früheren Herrn, die sind ja alle komplett falsch. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es wirklich war. Und während er das erzählt und steif und fest behauptet, nee, das ist nicht wahr, hat man aber selbst so das Gefühl, könnte vielleicht doch eher so in die Richtung gehen. Aber das hat natürlich auch etwas mit seinem Beruf zu tun. Für ihn ist Loyalität seinem Herrn gegenüber natürlich das oberste Gebot und aber auch halt in Würde dienen. Und da spielt so eine gewisse Selbstaufgabe natürlich auch eine Rolle. Es geht ihm nicht darum, seinen Herrn zu kritisieren, sondern er gibt ihm eben seine besten Jahre. Die Art und Weise, wie er sein Leben führt, hat immer wieder amüsante Folgen für uns als Leser, auch wenn er das nicht so meint. Es gibt zum Beispiel das erste Gespräch zwischen ihm und Miss Kenton, das ist diese frühere Mitarbeiterin, die ihm den Brief schreibt, in dem sie sich so zwar sehr höflich begegnen, aber unterschwellig immer so beleidigen und das dann wieder so ein bisschen kompensieren, indem sie den anderen aber immer am Ende so ganz, ganz förmlich so mit ja, Mr. Stevens ansprechen. Und eigentlich ist es aber eigentlich nur so ein ganz kleines Angebitsche, was sich dann so in die Richtung entwickelt, dass er sagt, ach nun, ich dachte, das sei offensichtlich Miss Kenton. Und sie antwortet, ach, bitte klären Sie mich doch in Ihrer Weisheit auf, Mr. Stevens. Er so, ach, das sollte doch wirklich nicht nötig sein, Mrs. Kenton. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Sprachlich ist das sowieso ein sehr interessantes Werk. Auf eine ganz andere Art und Weise sieht man das zum Beispiel an der Beziehung zwischen Mr. Stevens und seinem Vater wiederum. Wie die zwei aneinander vorbeireden, das ist dann auch schon nicht mehr lustig, das ist eigentlich schon traurig. Es ist wirklich keine herzliche Beziehung zwischen beiden und sie haben keinen Zugang zueinander. Das merkt man in Gesprächen, dass Stevens zwar manchmal schon auch das You, das Du verwendet, aber dann mit seinem Vater in der dritten Person redet. Also er kommt in das Zimmer und sagt so, oh, es ist schön, dass es Vater nun wieder besser geht. So reden die miteinander. Und selbst in dem einen Moment, wo der Vater mal so ein bisschen aufbricht und über die Beziehung miteinander spricht, da kann Stevens überhaupt nicht darauf eingehen. Er weiß überhaupt nicht, wie man Gefühle zeigt. Es ist immer alles extrem distanziert und antwortet mit sowas wie, ja, ich muss jetzt wieder runter und die Leute bedienen. Also es sind tolle Beziehungen dahinter, die sehr vielschichtig sind, wo man gar nicht richtig weiß, wie die entstanden sind, aber die wirklich das Interesse aufrechthalten. Es gefiel mir wirklich gut, wie Mr. Stevens quasi indirekt so durch seine Art zu sprechen und mit anderen Menschen umzugehen charakterisiert wurde. Das ist so gut beschrieben und er
Natürlich wirkt er irgendwie steif und streng, aber auch nicht unbedingt unsympathisch. Man hat teilweise sogar Mitleid mit ihm, obwohl er gar nicht wirklich immer ein netter Mensch ist. Er ist halt, wie ich schon gesagt, überkorrekt und manchmal driftet das auch schon so ein bisschen ins Kriecherische ab. Oder so, wie gesagt, manchmal driftet das auch so ein bisschen ins Kriecherische ab, aber das ist nun mal sein Beruf, das ist sein Ein und Alles, wie man gut dient, wie man seinem Herrn zu Diensten ist. Kann man ihm das auch nicht übel nehmen. Das ist übrigens etwas, ich muss mal kurz ein bisschen abschweifen, was ich mich auch ganz, ganz oft frage. Ich arbeite ja im Buchhandel, also letzten Endes im Einzelhandel, und ich bin ein großer Fan von Höflichkeit. Nicht nur im geschäftlichen, auch im privaten Leben. Ich mag das, wenn Menschen tolerant, höflich, nett zueinander sind. Und was ich zum Beispiel nicht leiden kann, ist, wenn ich in einem Restaurant geduzt werde. Also in einer Metal-Kneipe ist das was anderes, aber nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und auf Arbeit ist es manchmal schwierig, die Balance zu halten, wenn vor einem Kunden stehen, die wirklich nicht daran interessiert sind, andere Leute Leben leicht zu machen, die einfach nur provozieren wollen und so. Und da die Balance zu finden zwischen meinem persönlichen Empfinden und zu sagen, verpiss dich, du Arschloch, und dann aber halt so die höfliche Zurückgenommenheit eines Angestellten ist schwierig. Und ich habe manchmal Angst, mich selbst zu verleugnen. Also ich meine, es ist nie so, dass ich dann sage, oh ja, da haben sie aber wirklich recht. Im Gegensatz zu Stevens, der eigentlich wirklich zu allem Ja und Amen sagt, zumindest so während seines Lebens, vielleicht später so ein bisschen darüber nachdenkt. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, in der Miss Kenton ihn dann mal fast schon anruft. Why, Mr. Stevens? Why do you always have to pretend? Und das merkt man bei ihm halt wirklich. Er zeigt seine wahren Gefühle nie. Und das ist für ihn auch tatsächlich ein Zeichen für einen guten Butler, nie so seine eigenen Vorgänge, Gedanken und so nach außen sichtbar zu machen, sondern man ist halt im Hintergrund, man ist dafür für den anderen da und nicht dafür, seine eigenen Gefühle jetzt irgendwie auszuleben. Aber ich kann es verstehen, dass es nicht immer so leicht ist, seine persönlichen Gedanken mit seinem Berufsleben in Einklang zu bringen. Aber zurück zum Buch. Auch durch diese Umgebung, dieses Darlington Hall, in dem er eben dient, dadurch, dass er ein Butler ist, wirkt das Ganze unglaublich britisch. Also falls ihr euch erinnert, ich habe Kazuo Ishiguros, ich glaube, Erstlingswerk damals in Nagasaki gelesen, weil ich hoffte, dass er da vielleicht noch so ein bisschen seine japanische Herkunft behandelt, was da auch tatsächlich so war. Und hier ist es, also es ist so britisch, wie etwas nur britisch sein kann. Alles sehr so distanziert, alles sehr korrekt und das war schön zu lesen, es war eine schöne Atmosphäre und passt halt unglaublich gut zu Mr. Stevens. Also sowohl die Sprache des Romans als auch Stevens Sprache sind so treffend, wie es nur sein kann. Ja, und zu guletzt kann ich noch sagen, dass ich die Verbindungen und Übergänge zwischen dem aktuellen Geschehen und seinen Erinnerungen sehr, sehr fließend fand. Es war gut gelöst, es gab nur eine Stelle, wo ich das mal ein bisschen plump fand, wo es einfach hieß, ja, und jetzt denke ich mal über früher nach, aber sonst war das immer sehr, sehr gut miteinander in Verbindung gebracht, bevor man halt sich wieder erinnerte. Und im Großen und Ganzen geht es halt auch um die Bedeutung der eigenen Vergangenheit für ein Individuum, für ein aktuelles Leben, was natürlich auch viel so mit Wendepunkten und verpassten Chancen zu tun hat. Ich bin darauf nicht im Detail eingegangen, weil ich finde, dass es schön ist, wenn man das liest. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, was er alles verpasst hat und so. Und dahinter stehen aber halt auch immer so ein bisschen die größeren politischen Ereignisse mit zwei Weltkriegen, die wir hier mehr oder weniger im Hintergrund haben. Und natürlich auch die Verarbeitung danach. Stevens ist eigentlich fast schon ein etwas tragischer Charakter, obwohl er sich wirklich nicht selbst so sieht. Am Anfang, er ist schon stolz auf seinen Beruf, auf jeden Fall. Und die kleine Rolle, die er halt als Butler im Weltgeschehen einnimmt. Und dann entfaltet sich das aber immer mehr und man bekommt halt langsam so mit, was alles wirklich geschehen ist und wie er sich das vielleicht auch ein bisschen schön geredet hat. Und wirklich dafür lohnt sich dieser Roman. Also um es nochmal zusammenzufassen, es ist eine Empfehlung von mir, es ist eine schöne Sprache, es ist eine tolle Charakterstudie. Und ich muss auch sagen, dass mir der Roman immer besser gefallen hat, je länger ich darüber nachgedacht habe. Also ich fertig war mit Lesen, war ich dann gedacht, okay, ja, war gut. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto besser verbinden sich eigentlich die kleinen Elemente. Und das ist ein Werk, was man tatsächlich auch wieder lesen kann, was sich wirklich, wirklich lohnt. Ich bin auch sehr interessiert, bei diesem Autor weiterzumachen. Wie gesagt, das war erst mein zweiter, Never Let Me Go. Es steht auf jeden Fall noch an, dass ich, weil ich damals den Film dazu sah, ohne zu wissen, dass es ein Buch dazu gibt. Und dann danke ich euch schon fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.